Ja, hallo zusammen und willkommen zum siebten Türchen des Adventskalenders. Ja, wir sind wieder auf der PlayStation 2 angekommen und ja, genau zu sein im Jahre 2001, also noch in der relativ frühen Phase. Ja, das ist ein Spiel entstanden oder erschien, besser gesagt, namens Sky Odyssey, wo ich nicht eine hohe Ahnung habe, was mich jetzt hier erwarten wird. Also, wir müssen fliegen. So viel weiß ich schon mal. Ich habe es in einer Spielzeitschrift gesehen, vor, ja, auch schon noch etwas längerer Zeit. War seitdem auf meiner Liste schon immer drauf, habe es mir jetzt dieses Jahr auch mal geholt für ein Apfel und ein Ei. Und war auf jeden Fall nicht so schlecht bewertet, also war schon ganz gut bewertet und hat wohl auch ein Gameplay-Gebot, was jetzt wahrscheinlich eher so Richtung Pilot Wings so geht, also wo es dann eher um Geschicklichkeit geht, um Geschicklichkeitsfliegen etc. pp. Was mich jetzt so wundert ist, warum kann ich ein neues Spiel machen? Ist das ein Story-Spiel? Normale Steuerung, einfache Steuerung. Vorkommen bei der Wende. Ja, machen wir schon mal, ne? Himmelsmalerei, freier Flug, Abenteuer. Wir machen einfach mal Abenteuer, würde ich sagen, ne? Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Okay, der Fernseher reicht nicht aus. Das ist ein bisschen zu weit nach links gegangen. Ich will es einfach nur wegdrücken. Ich will eigentlich nur fliegen. Okay, was haben wir denn? Wir haben die Swordfish MK1, Impulsjet Test-Type, den BF-109 Custom. Wir bleiben erstmal beim Doppeldecker, würde ich sagen, ne? Einsatz beginnen. Was müssen wir tun? Karte. Die Sonnenklippen. Das Abenteuer beginnt. Okay. Wie auch immer. Checkpoint-Ringe, Akrobatik-Ringe. Okay, alter Vater. Wir machen erstmal den Einsatzbeginn, ne? Was auch. Alter! Ist das die Grafik? Arcadia Island? Wie geil ist das denn? The weather is clear, with some cloud cover over the ocean. Fly northwest towards the ocean. Once you see the ocean, change course and okay. Fly. When you reach the shore of Arcadia Island, fly through the ravine to avoid strong gusts. Das ist so eine epische Musik da, ne? Be careful to avoid rock slide. Follow the arrow on your. Also es ist voll kompliziert. Once you reach the clearing, there will be an airstrike. Ja, wird schon schief gehen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Also ich muss in eine Schlucht reinfliegen, das weiß ich. Ah, okay, die Grafik ist schon ein bisschen besser. Aha, ja, warte. Du kommst schon hin. Oh Gott, was zum Teufel. Ah, mit Fähig mache ich, glaube ich, Stuf. Ah, perfekt. So, das heißt, da brauchen wir jetzt gleich erstmal den genug Speed, damit wir abheben können. Verstehe. Ah, das ist so richtig frühe PlayStation 2 Grafik, ne? So, okay. Das haben wir schon mal geschafft. Wir sind schon mal oben, das ist schon mal gut. So, sie fliegt auch von alleine. Man kann die Anzeigen ausschalten oder ändern. Okay. Man kann wenden. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Also Steuerung fühlt sich schon mal sehr gut an. Ich hab nichts gesagt. Okay. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall erstmal durch den Ring hier, ne? Checkpoint! Check. Hallo, das war voll die Akrobatik. Warum krieg ich keinen Akrobatikpunkt dafür? Ui. Uiuiui. Was ist gerade Windböe? Ich glaube, das ist gut, dass ich jetzt erstmal nicht so einen schnellen Flieger genommen habe für den Anfang, ne? Kann ich was mit dem Rechteralux machen? Nee, ne? Vielleicht werde ich mal Looping versuchen einfach mal. Weil ich mag solche Spiele eigentlich, ne? Also, ich mag Fliegen generell. Gerade im Videospiel. Auch so ein Pilot Wings. Es gab für PS1 auch die Wing Over Serie. Das sind alles Sachen, die muss ich noch nachholen. Werde ich auch irgendwann mal machen, auf jeden Fall. Also, ich bin so dumm. Das lässt sich auf jeden Fall schon mal gut steuern. Also, das kann ich nicht anders sagen. Mal gucken, was ich sagen werde, wenn ich in der Schlucht bin. Können wir beide machen? Okay. Jetzt irgendwie nach hinten. Also ich denke mal, das erste Ziel wird einfach nur sein, erstmal durch die Ringe einfach nur zu fliegen. Superman 64! Aber gerade hier mit dem Manövrieren, also gerade ausfliegen kann ich schon mal, ne, und auf breiten Flächen einen Kurs angeben. So, jetzt hier lang, okay. Ich habe bisher auch noch keinen Unfall gebaut, was ich auch sehr gut finde. So. Schade. Also, es hat schon einen ganz leichten Simulationscharakter. Also, den ganz, ganz, ganz leichten, ne? Also, kann ich nicht einfach nach links zeigen und dann fliege ich nach links.
Und der neigt sich dann immer, da muss ich dann wieder hochziehen, um halt in die Richtung zu kommen. Ich kann nicht so pop. Hier zum Beispiel. Kann man schön trainieren. Also ist eigentlich ein sehr, sehr gutes erstes Level, wie ich finde. Weil man da eigentlich genau... Oh, Schräglage kann ich auch machen. Genau das... machen kann. Oder machen muss, was man auch beherrschen muss. Aber dann trotzdem mit schönen, breiten Schluchten auch. Okay, da kommt gleich Steinschlag. Hier oder auch nicht. Okay, 6 von 12 Checkpoints haben wir schon mal eingesammelt. Ganz schön lange Strecke sind das hier, ne? Heiliger Bimbam. Ich will aber gleich nochmal mit einem anderen Flugzeug machen. Oder vielleicht nicht das gleiche, aber... bevor ich aber allerdings ein bisschen Angst habe, ist die Landung. Da bin ich ehrlich, da weiß ich nicht so genau, wie ich das hinbekomme, so. Das wurde mir noch nicht gezeigt. Ich habe auch keinen Trainingsmodus gemacht, ne? Weil sowas gehört sich im Adventskalender einfach nicht. Aber wenn ich mal ein paar Jahre zurückdenke, da habe ich ja diesen RC-Stuntcopter-Gedöns, habe ich dann gespielt, wo ich überhaupt nicht mit klar kam. Ach, guck mal, wie schön. Das ist so PlayStation 2, ne? Das ist so PlayStation 2. Nice. Ich habe ja zwar immer gesagt früher, ne, dass die PlayStation 1 eigentlich so die Konsole meiner Jugend ist. Das ist auch auf jeden Fall nach wie vor noch der Fall. Aber ich glaube, ich habe, also allein schon vom Zeitraum her, mit der PlayStation 2 viel mehr Zeit verbracht. Aber wenn man auch bedenkt, ne, als ich mit Let's Playen angefangen habe, das war 2009, da war die PlayStation 1 auch noch nicht so alt. Also und da war es trotzdem für mich halt noch, da war die Kindheit auch nicht so weit weg wie heutzutage. Aber heutzutage bin ich quasi fast länger erwachsen als ein Kind gewesen oder jugendlich. Das ist hart. Ja, wenn ich mal wirklich zurückdenke an das Jahr 2009, das kam mir so alt vor, so Crash Bandicoot und so, ne? Das war ja schon für mich damals Retro, ne? Aber wenn ich mal überlege, dieses Spiel, was wir jetzt hier gerade sehen, ne? Das ist 24 Jahre alt. 24. Muss ich jetzt so lang? Kann ich einfach drüber fliegen? Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Okay, ich bin eben kurz in den Boden reingeflogen. Fuck. Ja, da habe ich einmal die Kontrolle verloren und der Drops ist gelutscht, ne? Ich wusste jetzt aber auch nicht, wo ich lang musste, muss ich fairerweise sagen. Ich bin zwar auch ein bisschen noch in den Felsen reingefahren, aber... Ich habe das nicht gesehen, wo ich hin musste. Nee, machen wir jetzt nicht. Nein, ich will auch die Wiederholung nicht speichern, das ist es nicht wert, wirklich nicht. Wenn ich eine Explosion sehen möchte, gucke ich mir Michael Bay-Filme an. Gehen wir nochmal zurück. Was ist denn Himmelsmalerei? Oh ne, kann ich nochmal zurückgehen, bitte? Geht nicht. Ich habe mich dazu entschlossen und ich muss mit meiner Entscheidung leben, habe ich verstanden. So, nehmen wir mal den hier. Auch eine Propellermaschine. Ja, machen wir Einsatz beginnen. What the fuck? Das Ziel ist, mit dem rauchenden Flugzeug Bilder in den Himmel zu malen. Jeden muss ein anderer. Wie geil ist das denn? Hier sind die Regeln. Kreislasse lässt du im Flug Rauch aus dem Flugzeug. Wenn du Rauch ablässt, zeichnest du eine Linie in den Himmel. Wenn du diese Linien verbindest, ergibt es hier ein Bild. Aber gute Bilder malt man nicht durch bloßes Aushusten von Rauch. Flieg zu den Ringen am Himmel und gib ab, wenn du sie durchfliegst. Ach so. Das ist ja geil. Das will ich mal machen. Wie cool ist das denn? Okay, das kriege ich vielleicht hin. Gerade Linie, ja, ist okay. Darf ich trotzdem nochmal landen? Das wäre nochmal interessant. Achso, wir sind diesmal schon im Himmel. Okay. Muss ich Kreis gedrückt halten oder? Okay, die ist schon schneller. Auf jeden Fall ist die schneller, die Maschine, alter Vater. Okay. Und? Muss ich auf dem Tunnel bleiben? Ja, im Tunnel bleiben, habe ich gesagt. Finish! Ja, ich habe ein bisschen überzogen, ne? Ah, 99. Verdammt! Machen wir weiter. Klar, machen wir weiter. Nein. Aber das ist ein cooler Modus, ey. Ich meine, ist eigentlich total dumm. Weil im Endeffekt fliege ich trotzdem nur durch Ringe. Oh, jetzt haben wir ein Dreieck. Ein gleichzeitiges Dreieck. Ah, okay, verstehe. Das heißt, da muss ich dann auch wieder stoppen. Alles klar, verstanden. Ey, war cool, ey. Das Spiel gefällt mir. Auf jeden Fall, ey.
Das ist dumm. So, und zack. Und mal kurz Schwung holen. So. Oben ist auch immer eine Zielzeit. Ich weiß nicht genau. Ob die Zielzeit irgendwas damit zu tun hat. Ob ich jetzt nur 5 Minuten Zeit habe, um das zu schaffen oder wie auch immer. Die Linie war schon deutlich besser. Wow, wow, wow. Und zack. So, grüne Farbe. Zack, ich habe die falsche Taste die ganze Zeit gedrückt, Idiot. Finish! Ja, das gibt. Ich schätze mal, es gibt 70, weil es war schon ziemlich schepp. Ah, fast 67, okay. Ja, war nicht so gut. Egal. Ja, cool. Aber trotzdem echt ein nices Spiel, muss ich sagen. Das ist echt mal was anderes. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann mal auf den Zahn legen. Weil auf solche Spiele habe ich immer Bock. Ich will trotzdem noch mal kurz was wissen, weil ich habe da nur so ein kleines Symbol gesehen beim ersten Level. Ist das meine Prozentanzeige gewesen? Gucken wir mal. Das ist okay. Das ist beides okay. Das ist nur noch besser okay als das. Okay. Nee, gut, okay. Das war's auf jeden Fall fürs heutige Türchen. Also, das bietet auf jeden Fall genug Inhalt. Wir haben jetzt, gut, in Anführungsstrichen, nur 10 Level mit der Himmelsmalerei. Wir haben aber zig Sachen im Abenteuermodus, die man machen kann. Ne? Das ist ja noch mal mit... Da kann man ja noch irgendwie Akrobatikringe und Zeitringe und keine Ahnung was. Jetzt gibt's hier noch Ziel. Was auch immer das bedeutet. Okay, das scheint eher ein Trailer zu sein. Verstehe. Okay. Nein, tatsächlich fühle ich mir das in einem anderen Modus, okay? Machen wir einfach mal, ne? Zielmodus, okay. Es gibt auf jeden Fall genug Sachen. Da gibt es sogar noch Abzweigungen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Egal, gut. Ja, das war's auf jeden Fall, wie gesagt, vom heutigen Türchen. Sky Odyssey. Ein sehr frühes PlayStation 2-Spiel. Was mir aber eigentlich ziemlich gut gefallen hat, wie gesagt. Ich hoffe, euch hat das auch ähnlich gut gefallen, auch wenn es vielleicht für euch ein bisschen langweilig war. Aber das Fliegen fühlt sich hier einfach gut an. Die Grafik ist flüssig, es sind 60 Frames. Man hat genug Übersicht, zumindest bei den Leveln, die ich jetzt gespielt habe. Und ich glaube, mit der Steuerung kann man sich auch wirklich so weit vertraut machen, dass man es hinterher wirklich richtig unter Kontrolle hat. Nicht so, wie ich jetzt momentan gehabt habe, ne? Gut, ja, das war's dann, wie gesagt, fürs heutige Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen beim nächsten Türchen wieder, wo wir sogar auf dieser Konsole bleiben werden. Ja. Also, bis morgen dann vielleicht und tschüss.